Bunker, drei Männer, eine Entdeckung. Das hier ist der Teil einer Felberter Scheinanlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Es sollte wie eine große Industrieanlage aussehen, um die Alliierten von Städten und auch wichtiger Industrie abzulenken. Und entdeckt wurde dieser Bunker erst vor einigen Jahren. Jetzt haben seine drei Entdecker ein Buch geschrieben, Unser Bergisch Gebunden. Mit der Wiederentdeckung des früheren Leitbunkers vor einigen Jahren beginnt die Geschichte. Jürgen Lobeck und sein Team ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger sind elektrisiert. Man konnte eigentlich kaum noch schlafen, hat ständig quasi untereinander sich ausgetauscht und gesagt, hast du hier was gefunden, haben wir was gefunden und. Also das ist sicherlich so ein Sechser im Lotto jetzt hier als Bodendenkmalpfleger, dass man halt so ein Geheimnis wiederentdecken kann. Das Geheimnis haben sie jetzt in einem Buch veröffentlicht. Die Nachtscheinanlage wurde 1941 zum Schutz der Kruppwerke in Essen gebaut. Das Ziel, die anfliegenden englischen Bomber von den Kruppwerken abzulenken. Die Kruppwerke lagen ja mitten in Essen. Und all die Bomben, die hier auf dem Rottberg runtergegangen sind, über 6000 bis Januar 1943, hätten genauso gut in die Dachböden der Wohnhäuser einschlagen können. Also die Scheinanlage schützte auch die Zivilbevölkerung in Essen. Mit einfachen Mitteln wurden Industriebauten nachgebildet. Für die unmittelbaren Nachbarn war die Anlage tabu. Von der eigenen Scheinanlage konnten wir von unserem Hof aus sehr gut immer nachts die beleuchtete Bahn fahren sehen, wobei man das eigentlich nie so richtig wusste, was geht da eigentlich ab. Das war ja im Grunde streng geheim. Diese Feldbahnschiene ist eines der wenigen Überbleibsel der Anlage. Mit diesem Feldbahnmaterial hat man also hier eine Scheineisenbahn errichtet. Auf einer Fläche geschätzt würde ich sagen 200 mal 300 Meter. Da war also eine doppelspurige Bahn, die im Kreis fuhr. Mehr dazu in dem Buch von Jürgen Lobeck, Helmut Grau und Sven Pohlkläser.